Was rausgeht? Damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Spec Ops The Line. Wieder mit mir, Concord und Kapitel 1, die Evakuierung. Haben wir noch nicht ganz abgeschlossen, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht, oder ob wir schon Kapitel 2 sind. Shit, abgeschlossen. Achso, da. Da müssen wir lang. Dann sitzen wir fest. Wie die Maus in der Falle. Wie die Maus in der Falle. Ich will immer... Greif mir an! Die leben noch immer! Schiebt eure Ärzte hierher! Da kommen sie! Ich will immer sprinten und da kriege ich immer Umschalttaste. Aber da ist leider kein Sprinten. Sie seilen sich auf die Bühne! Sie kommen die Treppe runter! Tango, Annie, nicht! Wir werden immer nicht genau über die Grenze zurück! Nein, mein Piano! Schalten Sie los! Granate raus! Auf die Treppe! Mit fast leer was nachladen! Feind linke Seite! Achtet auf die Treppe! Die Wicht hat Gott, die Kappe! Jetzt pass mal gut auf! Ich hab keine Deckung. Feind durchkommt übers Gelände! 12 Uhr! Scheiße! Ja, Wölfe Granate! Ziel erledigt! Ich glaub, die treffen nix, die treffen nur mit Granaten. Feuer, Bündel! Ziel erledigt, und jetzt! Einer weniger! Vorragiges Ziel! Legt ihn auf! Ziel erledigt! Und jetzt? Scheiße! Feuerbündel! Linke Seite! Hab ihn! Granate! Ich hab's noch gar nicht, der läuft doch noch. Werfe Granate! Was? Boah, krass. Okay, bei mir ist das jetzt nicht so spektakulär. Also ich bin so... I believe I can... Dann setzen wir fest. Wie die Maus in der Falle. Der denkt mir gar nicht, dass das Glas ist. Voll auf Befehl! Hey! Die leben noch! Endlich! Da kommen sie! Feind bewegt sich! Vorsicht! Lugo! Ja, jetzt pass mal gut auf! Da! Sie kommen die Treppe runter! Diesmal nicht. Feind ausgeschaltet! Adios! Manchmal habe ich das Gefühl, die stehen wieder auf. Lugo! Feuer! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Da! Die seilen sich auf die Bühne ab! Naja... Vorsicht, Granate! Herrgott, die Kerle hören einfach nicht auf! Schieß weiter! Okay, Ziel ist ausgeschaltet! Tango bei der Dachluke! Feuer konzentriert! Alles klar, ich hab ihn! Tango ist gerade durchs Gelände! Alter, was schmeckst du so schnell? Du hast doch die Schaden! Vorsicht! Tango will vorrücken! Aushalten! Feind liegt ist tot! Auf der Treppe! Alles muss ich selber machen. Beim Piano! Leg ihn um! Achtet auf die Treppe! Schnell erledigt! Dauernd flankieren! Das gibt's nicht. Sag mal, du hast ja so wenig Munition. Erledigt den Kerl beim Piano! Feind! Erledigt! Ich glaube, ich muss echt die anderen mehr arbeiten lassen, weil... Holy shit! Geben sie auf? Glaube ich nicht. Hör mal. Da oben läuft irgendwas. Oh shit. Die werfen C4! Adams, die Tür! Los! Scheiße, Walker, hier geht alles hoch! Verdammt, los, los, los! Plötzlich geht die Tür auf. Aha. Schätze, das war's. Gut, weiter. Wir müssen einen Ausgang finden. Cover me, I'm reloading. Ja, hier runter. Ich check erstmal die Tür. Nee, das ist keine Tür. Meint doch jemand, wir sollten noch mal mit denen reden? Ich meine, wir sind hier, um die zu retten. Mann, das ist doch längst gegessen. Die Typen wollen nicht reden, die wollen Blut sehen. Lugo hat recht. Wir können. In alten Horrorfilmen nehmen sie Silber, um das Monster zu killen. Flöcke, Kreuze, Kugeln. Egal. Hauptsache Silber. In Dubai nimmt der Feind Silberkugeln, um Soldaten zu killen. Hier sind wir, die Monster. Die schmelzen anscheinend alles ein, was sie in die Finger kriegen. Manschettenknöpfe, Schmuck, Besteck. Pure Verzweiflung, aber clever. In Dubai ist eine Kugel mehr wert als ein Collier. Fast schon komisch eigentlich. Wenigstens kommt ein Soldatenleben nicht billig. Naja, ich glaube... Ja, doch. Wir können nur hier abhauen und die 33. suchen, bevor die Kerle sie zerfetzen. Okay, erst schießen, dann fragen. Klar. Finden wir Conrad, er hat die Antworten.
Hört ihr das? Da kommt wer. Schnell, versteckt euch. Ihr werft C4? Was sollte denn das? Die waren verschanzt. Wir hatten keine Wahl, Sir. Zum Glück ist nicht der ganze Laden eingestürzt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Wird er bewacht? Die ganze Zeit. Gut. Ich werde mal Hallo sagen. Agent Kestevan. Moment. Was? Der redet nicht, Sir. Mit mir schon. Walker, das war ein Amerikaner. Ja, hab's bemerkt. Wieso lassen sich die Einheimischen von dem Ami was sagen? Und was will er von der 33. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Frag ihn doch selbst. Sie leben noch. Macht sie fertig. Schutz in dem Anmarsch! Einer weniger! Ziel am Boden! Feuerbündel! Feind erledigt! Die kriechen über das Dach! Wichser! Zeig mir, was du drauf hast! Ach da! Leben die noch? Nee. Bitte, Mann, bitte! Sie werfen Granaten! Los! Granate raus! Jawoll, schmeiß die Granaten. Zerreiß diese Typ. Lol. So, schieß das Glas raus! Verdammte Scheiße, sind das viele! Ziel am Boden! Tango neutralisiert! Jetzt komm ich, Mädels. Ja. War's das? Gut. Ja, da fliegen noch ein bisschen die Körperteile in der Gegend. Hallo. Feind ohne Deckungssicht! Tango will vorrücken! Ziel am Boden, alle nach! Kann ich jetzt loslassen? Hallo. Schrotflinte auf dem Feld! Ja, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, habe ich nochmal leiser gemacht. Aber, oh Gott. Bin unterwegs! Alle nach draußen! Bei dem Sturm hört man keine Befehle, also pass auf dich auf. Okay, jeder sucht sich seine Ziele selbst, klar. Tango neutralisiert! Okay, also ich kann keine Befehle mehr geben bei dem Sturm. So, wir müssen hier weg! Raus hier! Der Sturm gibt uns Deckung! Ah, da. Scharfschützengewehr. Ja gut, gehen wir weiter. Mädels. Der Sturm ist zu stark! Wir müssen wieder rein! Wir können nicht zurück! Im ganzen Hof wimmelt's nur so von Schützen! Scheiße, schalt sie aus! Walker! Wo sollen wir hin, verdammt? Lugo, bring uns aus dieser Scheiße raus! Ich glaub, ich kann nichts sehen! Gut, dann geh vor! Vorsicht! Tango will vorrücken! Leute, ich sehe doch auch genauso wenig wie ihr. Was soll ich euch da führen? Hä? Komm, die Schüsse her. Ziel am Boden! Gehen wir lieber wieder rein. Das ist schön gemütlich. Rötlich. Oh, Munition. Ich werde einen Monat lang Sand spucken. Nicht zurücklehnen, wir müssen weiter. Jede verlorene Minute kann darüber entscheiden, ob ein Soldat lebend heimfliegt. Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass es abgebrochen wird, wenn ich da jetzt runtergehe. Scheiße. Aber Vorsicht, Gentlemen, wir sind hier nicht allein. Oh, ich bin schon in Kapitel 4. Oh, ja, am Anfang des Videos. Leute, ich war schon in Kapitel 3. Habe ich irgendwie nicht so überrissen. Ah, riecht ihr das? Hier ja, unten hat definitiv mal einer gelebt. Was man so Leben nennt. Ich nenne es Überleben. Ist wahrscheinlich schon seit den ersten Stürmen so. Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern. Ein Geheiminfo wieder. Das hören wir uns gleich nochmal an. Ich habe eine Puppe gefunden. Die stammt nicht aus den alten Tagen. Diamantringe als Augen, Kleidchen aus Seide. Die entstand, nachdem die Sturmwand kam. Das heißt Kinder, Familien.
Ich frage mich, wer ist unser Feind? Conrads Evakuierung scheiterte hier in der Nähe. Sind das Überlebende? Töten wir die Menschen, die wir retten sollten? Ich werde Adams oder Lugo nicht sagen. Ist schon hart genug. Wäre nur eine zusätzliche Belastung. Wer auf uns schießt, ist ein Feind. Ob er Familie hat oder nicht. Ist ein Argument. Also, wenn jemand auf mich schießt und mich töten will, ich verteidige mich, weil ob der jetzt ein Kind hat oder nicht, das ist dann seine Entscheidung, dass der dann auf mich schießt. Das ist der klar, dass ich mich verteidigen würde. Du bist der Boss. Wo ist Licht? Ich gehe runter. Hä, wo sind die hin? Ach ja, die sind schon runter. Sieht aus wie eine Art Lager. Von hier haben sie vermutlich die Geisel. Soll ich da jetzt runterspringen? Bin ich ja instant tot, wenn du willst. Scheiß drauf. Kommt mir nach. Ja, wer macht denn sowas? Wenn ich da jetzt durchgehe, verbrenne ich. Klar, ich laufe einfach mal durch ganz viele. Aber die gehen aus, wenn ich. Ach, cool. Und cool bleiben. Hier unten gibt es Zivilisten. Nette Bude. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Scheiße, ich die haben auch alle Kerzen ausmachen. Ich hab den falschen Job. Lugo, steh. Ausmachen. Sorry. Ich will alle Kerzen ausmachen. Vielleicht ist es ja eine Trophäe. Nee, komm, ich geh weiter. Das sind mir viel zu viele Kerzen hier. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja, scheiße. Ja, die wurden an die Wand gestellt und erschossen, ne? Hier ist wer. Folgt mir und seid leise. Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot! Hier wäre es friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain, wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir sie finden. Ich war gerade überspringen. Wo ist er? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Habe ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Miau. Aha. Ja, spring da halt drüber. Check die Leiche. Jetzt, endlich. Ja, war jetzt ein bisschen unerwartet, dass der direkt erschossen wird. Ich dachte, das ist ein bisschen der... CIA-Marken. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Ich dachte jetzt ein bisschen, dass das der Hauptfeind ist. Wieso? Ich erschieß keinen US-Soldaten, Lugo. Und wir können ihm zu 33... Dass das immer abgebrochen wird, wenn ich irgendwas mache. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Sie kennen unsere Order. Da sind sie! Tötet sie!
Feuer erwidern! Einer ohne Deckung, legt ihn um! Was? Ich kämpfe jetzt gegen meinen eigenen Leute? Ich komm nicht hin. Ziel, das waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Soll's auch nicht. Ja, das ist echt irgendwie hart, dass ich jetzt meine eigenen Leute schon erschieße. Ich nehme nochmal die Geheiminfo, die hören wir uns nochmal an. Ich nehme sie mal und wir hören es uns gleich an. Wie schon bei Ankunft berichtet, ist die Situation in Dubai trostlos. Gelinde ausgedrückt. Die Zivilisten sind wie Geier. Die stehlen, randalieren. Einer wurde wegen einer Dose Limo aufgeschlitzt. Hier herrscht Chaos. Soldaten gehen nach Kriegsrecht vor. Das macht es nur noch schlimmer. Keine Chance, das HQ aus der Sturmwand raus zu erreichen. Agent Daniels ist abgereist, um Bericht zu erstatten und weitere Anweisungen einzuholen. Langley wird das alles nicht gefallen. Schätze, das werden sie uns heimzahlen. Oh ja. Da haben wir jetzt unsere eigenen... Bisschen Munition sammeln muss ich noch. Unsere eigenen Soldaten. Geh zurück! Ohne UMP. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Abschneiden! Tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die 33. Jagd Zivilisten? Attacke! Mist! Feuer erwidern! Das sind Soldaten! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los, Feuer! Lade nach! Gib mir Deckung! Ich dachte, die müssen wir retten. Schwere Beschuss auf, Mann! Wir haben Verluste! Herrgott! Hey! Die beschissene Verstärkung! Delta kommt! Hier 2-2! Wir haben einen Gefallenen, verdammt! Ich wiederhole! Nein, Sir. Mann am Boden! Over! Rücke vor! Kann man nicht irgendwie schreien, dass wir den gehören? Ich bin gerade. Feuern! Das ist ein Befehl! Hey, tötet sie! Feuer einstellen! Verdammt, wir sind nicht von der CIA! Scheiße! Wir sind Delta Force! Wir wollen helfen! Scheiße, sagen wir euch die Worte! Friendly Fire! Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich verstehe die Welt gerade nicht. Ich bin gerade auch ein bisschen sprachlos. Mist, bin leer! Wärmt aus und nehmt die Frontlinie! Alle Vorsicht! Kengo will vorrücken! Stoßflinte im Anmarsch! Die kommen da nicht mehr weg! Los, Sperrfeuer! Also, wir sind da rein. Geht in Deckung! Um den Zivilisten zu helfen, oder nicht den Zivilisten, sondern doch eigentlich schon. Und die Zivilisten haben uns dann angegriffen. Los jetzt! Wir sollten dann welche von uns, die 33. evakuieren, und jetzt haben wir die 33. gefunden und die greift uns an. Oh Scheiße. Angriff! Was denn der? Delta im Anmarsch! Ja, Sir! Da! Feuer! Feuer! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Ich will die ganze Zeit echt nicht schießen, weil ich die ganze Zeit Hoffnung habe, dass die sie irgendwie abgetroffen. Aber am Ende muss man ja schießen, weil, wie die schon sagen, sonst sind wir das, die Opfer. Ja, es ist... Lebt doch noch wer. Der da. Okay, jetzt doch nicht mehr. Er ist gerade vor meiner Nase. Schreiende Menschen, schreiende Zivilisten. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Achso, ich soll das aufmachen. Nee, doch nicht. Nein, bitte! Es gibt Probleme. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum?
Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Lied. Nämlich das perfekte Abschiedslied. Tango ohne Deckung! Der will den Helden spielen! Gib mir Deckung, ich lade nach! Vorsicht! Tango wirft Granatwerfer! Leck mich doch! Was passiert hier gerade? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah! Kommen wir hier lang? Was? Was erwischt mich die ganze Zeit? Hier unten sind sie alle. Ich hätte noch weiter runtergehen müssen. Rücke vor! Geh rein! Halt ihn auf! Schon wieder die Muni alle. Fuck, hier wimmelt's nur so von Soldaten! Erledigt sie, solange sie ungedeckt sind! Lass sie nicht entkommen! Bitte den da mal. Ja, aber bitte. Ich krieg einfach keine saubere Schusslinie! Bestimmt nicht. Ach, da oben ist er, ne? Um den kümmere ich mich. Ihr könnt immer noch um den. Schieß halt auf das Ding da, das explodiert. Was? Ah. Ja, die Schnitz sind selbst nicht gehabt. Ach, da kommt einer mit einer Schrotflinte! Oh. Bitte nicht bei mir. Feind bewegt sich! Vorsicht! Magazinwechsel! Wirf eine Blendgranate rein! Ach, ich schmeiß sie gar nicht. Ich bin weg! Da. Ich hoffe, das seid's. Was? Das ist Muni. Oder Munition. Das ist sehr gut. Hier können wir uns abseilen. Aber nicht hoch. Okay, nur abseilen. Okay, immer weiter runter! Und haltet die Augen offen! Ja, spring halt runter. Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Schrotflinte im Anmarsch! Wo? Sie bewegen sich! Also hier muss man echt mit Munition sparen, weil irgendwie geht mir die ganze Zeit ein bisschen aus, aber da liegt wieder, also kann ich wieder ein bisschen. Verdammte Scheiße! Vorsicht, das MG da unten wartet auf uns! Oh, die sind fast tot, oder was? Ich muss die KI auch noch heilen, komm schon. Sieht nicht gut aus. Nein! Oh, Alter. Ich dachte, dass er runterspringt. Runter, sofort! Jetzt sind sie am Boden, die Arschlöcher! Schalt ihn aus! Wir sind der Gold! Nee, doch nicht. Was schon? Wo ist das Geschütz? Was die gemeint haben? Ich finde das nicht. Lade nach, gib mir Deckung! Bin dran! Kriege okay, nicht ins Visier! Hier ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Kaufhaus sein soll. Ich glaube, das war mal ein Kaufhaus. Aber ich blicke nicht durch. Vorsicht! Tango will anrutschen! Einer ohne Deckung, legt ihn um! Wiederholen!
Hier wären die Verstärkungen gewesen, du Depp. Sehr schön. Rücke aus! Vorsicht! Das MG da unten wartet auf uns! Los! Weiter! Raus aus deiner Schusslinie! Hab ich den jetzt erwischt? Vorsicht! Tango will vorrücken! Einer ohne Deckung! Legt ihn um! Das sind echt viele, Alter. Also wenn das die... Die waren, die nicht überlebt haben, die wir eigentlich holen sollten. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. So. Das nimmt ja kein Ende hier. Das ist dann die dauerhaft spawnen. Wir müssen treffen in Deckung gehen! Blendet sie! Feind ohne Deckung! Sie bewegen sich! Oh, was? Der Befehl das. Ist klar. Ausrücken. Schalte ihn aus. Geht in Deckung. Dankeschön. Sperrt aus und nehmt die Frontlinie. Sprengstoffe habe ich alle. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie wir. Ach, cool war das. Ich würde ganz das G drücken. Oder G ist er? Ne, G ist nicht. Bewegt eure Ärsche. Los auf meine Befehl. So. Wir gehen auf mein Zeichen. Geh da runter, verdammt. Ich will die ganze Zeit umschalten zum Rennen. Sorry, aber die Steuerung ist echt scheiße. Sie bewegen sich! Deckung! Au, 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 au! Erobere das Geschütz. Was? Ich wollte gerade um die Ecke gehen. Nein! Was für eine Kacke. Ja, was? Ich hab das gerade nicht gelesen. Wechsel Position! Vorsicht! Das MG da unten wartet auf uns! Los! Weiter! Raus aus der Schusslinie! Ich glaub, ich hab... Wer ist hin? Feind bewegt sich! Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Feind kommt aus der Deckung! Alter! Wir müssen in Deckung gehen! Greif für Feind an! Der Sinn! Werfe Granate! Lade nach! Jawohl. Einer weniger! Ich glaube, das war's. Ich glaube, diesmal hat es ein bisschen besser geklappt, weil wir die Granaten benutzt haben. Vielleicht sollten wir öfter Granaten benutzen. Bin unterwegs! Klappt ganz gut. Hier war irgendwo ein MG. Ach da. Deckung! Im MG halten wir nicht lang stand! Wenk ihn ab, ich schnapp ihn mir von der Seite! Du! Raus aus dem Zelt! Hilfe! Oh Gott! Ah, ja. Das Zelt voll! Verstanden! Die will ich nicht. Bedrohung eliminiert! Auf. Erschossen? Nee. Adios! Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! So, das Geschütz ist. Ich muss mal nachladen, Schild mal. Hack den Wichser! Aufrücken auf diese Position! Los, los, los! Ja, los, 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 los! Denk nicht mal dran! Bedrohung eliminiert! Vorrangiges Ziel! Feuer bündeln! Verstehe ich! Krieg die Schrotflinte im Anmarsch! Feind im Anmarsch! Einer ist ungedeckt! Ja, MG. Adios! Ich muss nachladen, Leute. Tut mir leid. Granate raus! Toll. Adios! Achso, von uns. Es sind zu viele! Walker, du musst die Scheibe rausschießen!
Benutzt das MG und zerschießt die Scheibe! Welches MG? Das doch. Ach, das hätte ich auch die ganze Zeit benutzen können. Vorsicht! Kengo will vorrücken! Er ist ungedeckt! Was ist, Walker? Scheiße, die Kerl schießt das Ende nach! Rechts! Bisschen überhitzt. Bedrohung eliminiert! Vorsicht! Deckung! Oh, die hält aber ganz schön viel aus, die Scheibe. Ey, die geht überhaupt kaputt. Was ist, Walker? Wer schießt das Fenster? Rechts! Deckung! Gott, steh uns bei. Das hätte uns aber auch treffen können. War das alle? Start. Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen sie jetzt? Sie wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Ich glaube, wir sind auch nur Amerikaner. Die denken wahrscheinlich, dass wir einer von denen sind. So wird's sein. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Asian Daniel, CIA. Nun, was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Daniel? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Dann los geht's. Das reicht, Lugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Jo. Eigentlich schon traurig, wenn die Ingame-Grafik besser ist, als wie die Zwischensequenzen. Ah. Aber es ist ein Spiel von 2012. Ich sag's nur immer wieder. Oh! Aus nichts heraus. Kapitel 5. Am Rande. Das Signal kommt von da unten. Wo? Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Ja, dann müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt... Kann ich sterben, wenn ich da... Nein, ich kann nicht so weit reingehen. Bitte. Sagen Sie mir erst, was Sie von der Bevölkerung hier wollten. Was? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Kommt mit. Ich dachte, er ist abgestellt. Agent Daniels genießt offenbar seinen Aufenthalt im Camp der Wahrheit. Da kann mir einer erzählen, was er will. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA-Leute. Klar, mit den Händen. Wer macht das nicht? Wird nicht heiß. Ist ganz leicht. Man rutscht. Klar. Der hat noch nicht mal Handschuhe an. Ja. Lass ich auch machen. Kein Problem. Macht sie bestimmt auch. Als Hobby. Täglich. Ich glaube, seine Stirn, die hat eine merkwürdige Frisur. Hey Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte.
Wenn's der letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. Ich will auch ein Kaugummi. Allerdings. Gib mir ein Kaugummi. Bei der ganzen Säcke. Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Find ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Ja, erinnert mich dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geheult. Schrotflinte im Arsch! Feind ist tot! Wow, okay, krass. Man hat so ganz normal geredet und die standen unter uns. Bevor ich kämpfe, sag ich mal, diese Folge ist vorbei. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!